Zimt gehört in die Weihnachtszeit. Und natürlich gibt es auch von uns Zimtplätzchen. Das ist das vierte Rezept für euch. Ich hoffe, euch hat das Rezept gut gefallen und es ist für euch eine Anregung, es nachzubacken. Schreibt uns das doch mal in die Kommentare, ob ihr das nachgebacken habt, wie das so war und was ihr so zur Weihnachtszeit gerne backt. Genau. Und wir möchten euch eine schöne Adventszeit wünschen und freuen uns, wenn ihr uns bei den nächsten Videos besucht. Das war es dann von uns beiden. Wenn ihr mehr Tipps, Tricks und neue Rezepte von uns haben möchtet, dann abonniert meinen Kanal Karin Knorr Ernährungstraining.